muss ich das ein bisschen weiter runter machen, oder? Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich, ganz ehrlich, ich als junger Mensch bin diese Tage besorgt. Ich bin besorgt über den Zustand in unserer Welt, dass die Türkei in Syrien einmarschiert ist und dass ein Trump und ein Johnson regieren, die für all das stehen, wofür ich nicht stehe. Vor allem bin ich aber besorgt über das gesellschaftliche Klima in Deutschland, ganz abseits der Klimadebatte. Ich finde es erschreckend zu sehen, wie sich Menschen in unserer Gesellschaft nach rechts radikalisieren und versuchen aktiv, aber auch verdeckt manipulativ, unsere Gesellschaft zu spalten. Der Rechtsextremismus ist weit in die Mitte unserer Gesellschaft hereingerückt. Wir haben uns schon fast an die Bilder von Pegida-Demos gewöhnt, an die Demos Wir für Deutschland, an die rechten Demos in Remagen. Wie kann das sein? Wie konnte das passieren? Wie konnte Antisemitismus wieder so salonfähig werden? Obwohl wir versprochen haben, nie wieder? Ich habe keine Antwort auf diese Fragen. Aber es ist unsere Aufgabe als Gesellschaft, als Demokratie, als Grüne, ganz klar Kante gegen Rechtsextremismus zu zeigen. Und deswegen freut es mich, dass ein Joachim Paul nicht mehr Ausschussvorsitzender des Medienausschusses ist. Denn es ist ein Appell an all diejenigen, die gerade versuchen, unsere Gesellschaft zu spalten, rote Linien nach rechts zu verschieben. Wir lassen uns unsere Gesellschaft nicht spalten. Meine Generation wird nicht zulassen, dass wir wieder zurück in eine Vergangenheit gehen. Wir werden uns unsere freiheitlichen, demokratischen Grundwerte nicht wegnehmen lassen. Nicht von einem Joachim Paul, nicht durch einen Trump und nicht durch einen Johnson. Wir leben in einer offenen und vielfältigen Gesellschaft, in der die Werte des Grundgesetzes gelebt werden. Und keiner kann sich über das Grundgesetz setzen. Und an Michael Frisch, der jetzt neuer Vorsitzender der AfD Rheinland-Pfalz ist, habe ich auch einen Appell. Michael Frisch ist bei den Lebensschützern aktiv und meint, Frauenrechte mit den Füßen treten zu müssen. Ich sage ihm, wir Frauen haben das Recht, selbstbestimmt über unseren Körper zu bestimmen. Und dieses Recht werden wir uns nicht wegnehmen lassen. Nicht von Ihnen und nicht von irgendjemand anderem. Danke. Applaus